den letzten Wochen hin und wieder mal einen Regenbogen gesehen. Es hat gar nicht so oft geregnet, aber viele haben einen Regenbogen gemalt und ins Fenster gehängt oder mit Straßenmalkreide ewig gemalt. Manche haben darunter geschrieben, bleib gesund oder alles wird gut. In den letzten Wochen war vieles ganz anders als sonst. Wir mussten zu Hause bleiben. Es gibt zurzeit eine große Gefahr, das Virus, von dem die Erwachsenen so oft reden. Damit wir uns nicht anstecken, haben wir uns möglichst mit wenig Leuten getroffen. Und um uns gegenseitig in dieser Lage Mut zu machen, haben einige die Regenbögen ins Fenster gehängt. Diese Regenbögen sind wie ein Gruß an die Menschen, die draußen vorbeigehen. Auch wenn wir uns gerade nicht sehen können, wir denken trotzdem aneinander. Und heute wollen wir euch eine Geschichte dazu erzählen. Eine Geschichte aus der Bibel. Von Noah und seiner Familie. Eines Tages hört Noah, wie Gott zu ihm spricht. Noah, bald wird etwas Schlimmes passieren. Eine große Flut wird kommen, aber du und deine Familie, ihr sollt gerettet werden. Ihr sollt ein großes Boot bauen, die Arche, und ihr sollt Tiere mit ins Boot nehmen, von jeder Art ein paar. Jetzt haben Noah und seine Familie viel zu tun. Sie sammeln Holz, um die Arche zu bauen. Sie sägen und hämmern, Tag und Nacht. Denn bald soll die Flut kommen. Die Arche, das große Schiff, ist fertig. Aber Noah und seine Familie haben immer noch viel zu tun. Sie sammeln Tiere ein. Kleine Frösche und große Elefanten bringen sie in die Arche. Jetzt sind Noah und seine Familie in der Arche. Draußen fallen die ersten Tropfen. Dann wird der Regen immer stärker. Jetzt können sie gar nichts mehr tun in der Arche. Jetzt können sie nur noch abwarten, durchhalten. Erst ist es noch gemütlich, aber dann wird es langweilig. Einfach nur langweilig. Wir könnten was spielen. Was spielen? Mensch, ärgere dich nicht. Kniffel, Elbe raus. Haben wir doch schon alles durch. Ist alles langweilig. Ihr könntet etwas für die Schule tun. Mathe? Deutsch? Keine Lust, ist alles langweilig. Da sitzen sie, tagelang, wochenlang. Manchmal streiten sie sich und es ist einfach nur langweilig. Wie lange dauert es denn noch? Fragen die Kinder. Aber Noah sagt, das weiß ich nicht, das weiß nur Gott. Aber der passt gut auf uns auf und wir müssen einfach durchhalten. Wie lange mussten die wohl durchhalten auf der Arche? Das wissen wir gar nicht genau. Mal wird in der Geschichte von 40 Tagen erzählt, mal von 150. Aber eins ist klar, durchhalten, das ist ganz schön schwer. Da kann so ein Tag ewig lange dauern. Und ihr habt das bestimmt in den letzten Wochen auch gemerkt. Aber für Noah und seine Familie war klar, durchhalten ist wichtig. Draußen ist es gefährlich und deshalb sind wir in den letzten Wochen auch drinnen. Am Ende, als Noah und seine Familie wieder aus der Arche herauswürfen, da gibt Gott ihnen ein Zeichen. Und das ist der Regenbogen. Der Regenbogen soll ihnen zeigen, alles ist gut, weil Gott das so will. Der Regenbogen verbindet Himmel und Erde. Er zeigt, Gott hat sich mit dem Menschen verbunden. Er ist für uns da. Auch wenn manchmal alles schlimm und bedrohlich ist. Der Regenbogen zeigt uns dann, durchhalten lohnt sich. Und langsam
Langsam dürfen wir auch wieder nach draußen. Kinder dürfen schon wieder in die Schule und in den Kindergarten. Und wir feiern auch wieder Gottesdienste hier in der Kirche. Aber zurzeit feiern wir diese Gottesdienste noch ohne Kindergruppe. Das ist schade. Und deswegen wollten wir euch wenigstens diese Mutmachgeschichte ins Internet stellen. Und wir haben auch einen Regenbogen gemalt. Für euch. Hier an der Kirche. Kommt doch mal vorbei und schreibt etwas für die Erwachsenen, die in den Gottesdienst gehen. Oder schaut euch einfach um. Man schaut demnächst vielleicht auch mal wieder ins Internet, in unseren YouTube-Kanal. Wir möchten euch nämlich dann demnächst noch eine Mutmachgeschichte aufnehmen und ins Internet stellen. Und bis dahin, bleibt gesund. Und behütet.